uns eine 3.000-Euro-Couch gekauft und wir verstaffen jetzt den Rest, der noch übrig ist. Unsere Katzen bekommen 250 Euro. Das sind die 150 Euro für die Sinking Funds und die kommen jetzt auch direkt rein. Und zwar seht ihr hier einmal, wir packen in GEZ einmal 50 Euro rein. Und dann ist der Umschlag tatsächlich schon voll. Und das Ganze ist abgehakt. Dann bleiben uns noch insgesamt 100 Euro übrig. Und diese sind aufgeteilt in 75 Euro für die Autoversicherung und 25 Euro für die Notfälle. Notfälle ist nicht wirklich ein Sinking Fund. Das haben wir einfach so als Mini-Spartopf in Bar hier daheim jetzt. Dann müssen wir noch unseren Strom bezahlen mit 50 Euro. Und unser Internet mit 30 Euro. Und da müssten noch 510 Euro übrig bleiben für die variablen Kosten. Also 100, 200, 300, 400, 500 und 10 Euro. Und das kommt jetzt in unseren Tagesbudgetbein. Da, wo unser komplettes Geld ist für den Monat. Das ist einmal, was wir jeden Tag zur Verfügung haben. Und das Ganze kommt eben da rein. Für den ersten Tag bekommen wir 10 Euro. Das heißt, die 10 Euro kann ich schon mal in unseren Tagesbudget-Umschlag stecken. Und das ist dann quasi unser Monatsumschlag. Da kommen die restlichen 500 Euro rein.